Willkommen zur nächsten Urkunde. Heute habe ich eine Polyot Blue Angels mitgebracht. Die Kaliberbezeichnung 3133 steht gleichermaßen auch für die Bezeichnung dieser Uhr. Hier findet sich die Referenznummer 2479 mit dem schwarzen Ziffernblatt und dem weißen Reo. Zahlreiche Modelle firmieren noch heute unter dem Markennamen Polyot. Polyot war die wohl bekannteste Uhrenmarke der ersten Moskauer Uhrenfabrik. Diese ist seit 2004 bereits insolvent. Auch die Nachfolgefirma hat bereits Insolvenz angemeldet. Dennoch firmieren etliche Modelle unter dem alten Markennamen. Der Begriff des Markennamens Polyot meint auf Russisch so viel wie Flug, der Flug. Der gegenwärtige Status der Marke Polyot ist seit der Insolvenz der ersten Moskauer Uhrenfabrik nicht hinreichend geklärt, sodass oftmals gar nicht ganz klar ist, wo diese Uhren gefertigt wurden, die heute noch als neu verkauft werden. Also am wahrscheinlichsten gilt, dass diese als neu gehandelten Modelle ehemalige Lagerbestände darstellen. Unter dieser Bezeichnung Blue Angels, früher auch unter dem offiziellen Beinamen Navy Timer ausgegeben, findet sich bis heute ein sehr klassisch gehaltener Fliegerchronograph, der sicher an die Breitling Navy Timer erinnert, nachdem Breitling während der Quarzkrise die Lizenz zur Nutzung dieses Namens an Polyot verkaufte. Die weitere Bezeichnung der Uhr lautet, wie gesagt, 3133 unter Bezugnahme auf das verbaute Werk. Unter den verschiedenen Ziffernblattgestaltungen findet sich hier mit der Referenznummer 2479 diese mit weißen Totalisatoren auf schwarzem Ziffernblatt ausgestattete Version. Die Uhr gibt ein sehr elegantes, meiner schon filigranes Bild ab. Ein Fliegerchronograph mit sehr moderaten Abmessungen verglichen mit den meisten Uhren dieser Kategorie. Der Gehäusedurchmesser beträgt relativ moderate 40 mm und auch die Horn-zu-Horn-Länge ist mit 47 mm vergleichsweise klein bemessen, wodurch die Uhr einen fast schon dressigen Charakter erhält. Dazu tragen auch die sehr schmale geriffelte Lünette und die ebenso schmalen und sehr fließend in das Gehäuse übergehenden Hörner bei. Die Bandanstöße der Uhr betragen 20 mm, womit auch diese sehr ausgewogen bemessen sind. Die kreisrunde Gehäuseform und die leicht abgeschrägten Hörner tragen dazu bei, dass die Uhr sehr angenehm um das Handgelenk fällt. Im Vergleich zum ansonsten filigranen Erscheinungsbild sind die Drücker und die Krone der Uhr sehr präsent. Und auf der Krone finden wir das historische Polyot-Logo eingraviert. Dieses Logo verwendet Polyot seit Anbeginn der Markenexistenz meines Wissens. Wobei die Chronographendrücker auf der 2 und der 4 und die Krone auf der 3 positioniert sind. Die gesamte Oberfläche der Uhr wurde auf Hochglanz poliert. Es finden sich keine gebürsteten Passagen. Auch dies ist ein Punkt, an dem die Uhr ihrer größeren Designschwester, der Breitling Navy Timer, ähnlich sieht.
In Kombination mit den sehr moderaten Abmessungen der Uhr unterstreicht dieses polierte Finish den eleganten Charakter der Poliert Blue Angels Navy Timer und das ohne in problematische Bling-Bling-Sphären abzudriften. Das Ziffernblatt der Uhr ist der Bereich, der wohl den stärksten Navy Timer Einfluss zeigt. Dennoch liegt hier keine Hommage vor, da die Polyot keiner Variante der großen Schwester völlig gleicht. Zudem handelt es sich um eine offiziell lizenzierte Fertigung. Dieser Chronograph darf offiziell sogar den Namen Navy Timer tragen. Ältere Varianten der Polyot Blue Angels ziert sogar ein Navy Timer Schriftzug auf dem Ziffernblatt. Im Gegenzug hat Breitling von Polyot gefordert, dass es erkennbare Unterschiede zur eigenen Navy Timer geben muss. So verfügt etwa diese Polyot-Variante über keine drehbare Lünette und damit über keine intakte Rechenschieberfunktion. Ein anderes Polyot-Modell unter dem Namen Night Hunter darf indes nicht den Namen Navy Timer tragen, hat jedoch die intakte Rechenschieberfunktion. Das schwarze Blatt ist umgrenzt von diesem weißen, sehr plakativen, sehr breiten Rayon, das jedoch mangels Rechenschieberfunktionen eher optische Gründe hat. Es verleiht der Uhr einen sehr schönen, tiefen Panorama-Effekt. Weiß abgesetzt sind auch diese beiden Totalisatoren, wobei wir auf der 3 den Sekundenzähler für die Stoppsekunde haben, der bis 30 reicht. Und auf der 9 haben wir eine kleine Sekunde, die ich nun mal durch das Aufziehen der Uhr zum Laufen bringen werde. Hier sehen wir nur die kleine Sekunde in Aktion. Die Chronographenfunktion wird ganz klassisch gehandhabt. Durch die Betätigung des oberen Drückers wird die Stoppsekunde gestartet. Dies erfordert bei dieser Polyot Blue Angels etwas Kraft. Zu Beginn dachte ich zunächst, die Chronographenfunktion sei nicht intakt, bevor ich herausgefunden habe, dass das Werk offensichtlich einfach so robust gebaut ist, dass hier ein größerer Druck auf den oberen Drücker ausgeübt werden muss. Gestoppt wird er entsprechend durch einen erneuten Druck auf den oberen Drücker und durch Betätigung des unteren Drückers schnellt die Stoppsekunde wieder zurück in die Ausgangsposition. Das Zeigerwerk dieser Uhr ist geprägt von diesen sehr schmalen, ebenso filigran anmutenden Stunden, Minuten und auch Sekundenzeigern bzw. Totalisatorenzeigern. Und auch die Stoppsekunde, ein sehr schmaler, polierter Zeiger mit dieser neckischen roten Pfeilspitze. Die Stunde und die Minute dieser Uhr sind mit Leuchtmasse belegt. Die sind auch die einzigen Komponenten dieser Uhr, die für Nachtablesbarkeit sorgen. Leider ist die verwendete Leuchtmasse nicht besonders stark. Sie lässt zudem sehr schnell nach, wie ich an einem Night-Video der Uhr, das in dem Moment oben rechts eingeblendet werden müsste, auch zeige. Und das verwendete Mineralglas dieser Polyot Blue Angels ist dezent gewölbt, nicht sonderlich leicht gewölbt, nicht sonderlich stark gewölbt. In der Seitansicht sehr schön zu sehen, womit sich auch dieses Glas in Kombination mit der geriffelten Lünette sehr stimmig in das Gesamtbild einfügt. Die Uhr ist ab Werk mit zwei verschiedenen Bändern ausgestattet, diesem Edelstahlarmband sowie einem Lederband, das gleich mitgeliefert wird.
Es handelt sich um ein grob genarbtes, schwarzes Lederarmband mit einer solchen Sicherheitsschließe. Ein Polyurt-Logo ist in der Innenseite eingestanzt. Und das hier montierte Edelstahlarmband der Uhr ist ebenso wie der Rest der Uhr durchweg poliert. Auch hier keine einzige gebürstete Passage. Es handelt sich um ein solches fünfreihiges Gliederarmband, dessen Bandglieder massiv sind. Hier wurden also keine gefalteten Glieder verwendet, sondern, soweit ich das sehen kann, schön aus dem Vollen gefräste Bandglieder. Die Schließe der Uhr ist mit diesem polyurt-signierten Sicherheitsbügel ausgestattet und ansonsten sehr einfach gehalten. Eine recht dünne Blechschließe, die aber durchaus ihre Funktion erfüllt. Werkseitig kommt an dieser Polyurt das hauseigene Kaliber unter der Bezeichnung Polyurt 3133 zum Einsatz. Es handelt sich um ein Handaufzugschronographenwerk, das dem älteren Valjoux 7734 aus der Schweiz baugleich ist. Dieses Werk wurde produziert auf ehemaligen Schweizer Produktionsmaschinen, nachdem diese Maschinen in den 70er Jahren während der Quarzkrise in die Sowjetunion verkauft wurden. Die erste Moskauer Uhrenfabrik hat also Teile der Produktionsanlagen und der Fertigungsmaschinen von Valjoux übernommen. Die Eckdaten dieses Werkes: 23 Lagersteine, 21.600 Halbschwingungen pro Stunde und je nach Aufzugsfeder 40 bis 64 Stunden Gangreserve. Dieses Werk hier weist eine Gangreserve von 64 Stunden auf, also eine sehr ordentliche, sehr überdurchschnittliche Gangreserve, wobei das Werk aber bedauerlicherweise über keinen Sekundenstopp verfügt. Wenn ich hier die Krone ziehe, läuft die kleine Sekunde also weiter. Für die Gangwerte werden, wie bei russischen Uhren üblich, recht große Toleranzbereiche angegeben. Das konkrete Exemplar läuft de facto fast im Chronometerbereich und hat selbst innerhalb einer Woche kaum eine Sekunde Gangabweichung. Wobei dies aber auch von verschiedenen Faktoren, wie etwa dem konkret verbauten Werk, der Regulierung oder auch der Lage der Uhr, abhängig ist. Nun, was haben wir hier? Ein urklassisch gehaltener und außerordentlich gelungen gestalteter Fliegerchronograph mit lizenzierten Navitimer-Anleihen. Die Abmessungen und die Materialien sorgen für ein sehr elegantes, filigranes Erscheinungsbild und der Verarbeitungsstandard der Uhr überzeugt. Das einfache Chronographenkaliber 3133 ermöglicht eine enorme Gangreserve von über 60 Stunden. Und unter bestimmten Voraussetzungen sind sogar Gangwerte im Chronometerbereich möglich. Kleinere Schwächen wie die eher magere Leuchtmasse und die nicht immer mittig platzierten Zeiger, insbesondere bei der Chronographenstoppsekunde, trüben nicht den skizzierten positiven Gesamteindruck. Welche Alternativen bietet der Markt? Nun, mechanische Chronographen in dieser Preisklasse sind insgesamt selten, beziehungsweise finden sich nur selten außerhalb von Fernost. Polyurt bietet in den eigenen Reihen allerdings einige Modelle mit dem gleichen Kaliber. Modelle sehr unterschiedlicher Designs und sehr unterschiedlicher Materialität. Über eine ganz andere Ausstrahlung verfügt etwa das Modell Buran, das an historische deutsche Fliegerchronographen erinnert, oder das ähnliche Modell Ruslan, das eher an die hier präsentierte 3133 Navitimer erinnert. Eine ansprechende Alternative aus Fernost findet sich beim Anbieter Seagull, beziehungsweise hat Seagull eine Reihe von Modellen im Programm, die über das Werk ST19 verfügen, ein kostengünstiges, robustes Handaufzugs-Schaltrad-Chronographen-Kaliber. Das wird etwa beim Seagull-Modell 1963, auch Luftwaffenuhr genannt, eingesetzt.
Dies war die aktuelle Urkunde. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal und besucht auch mal meinen Blog. Und denkt daran, für Uhren ist immer Zeit.